In diesem Video gehe ich näher auf die Funktionen der Epidermis und der Cuticula ein. In der Grafik sind bereits die beiden Schichten markiert und wie ihr vielleicht sehen könnt, befindet sich auf der Blattunterseite zwischen den Epidermiszellen auch noch ein anderes Gebilde. Und zwar nennt man dies Stromata bzw. Spaltöffnungen. Also das sind praktisch zwei Schließzellen, die sich öffnen und schließen können und so gezielt den Gasaustausch kontrollieren. Also prinzipiell ist die Epidermis undurchlässig für Gas bzw. Wasserdampf, aber durch die Spaltöffnungen kann das Blatt eben Sauerstoff abgeben und CO2 aufnehmen. Und diese Spaltöffnungen findet man vor allem auf der Blattunterseite. Viele Pflanzen haben dann oberhalb der Cuticula noch eine zusätzliche Wachsschicht aufgetragen. Das sieht dann circa so aus. Also hier sind die Epidermiszellen, die Cuticula oberhalb und dann noch die Wachsschicht. Und dies hat den Vorteil, dass es einen zusätzlichen Transpirationsschutz bildet und Sonnenstrahlen, die hier auftreffen, werden wieder reflektiert. Das heißt, die Pflanze schützt sich so vor übermäßiger Sonnenstrahlung. Und die Oberfläche dieser Schicht ist jetzt nicht glatt, wie es auf der Zeichnung erscheint, sondern hat eine kristallähnliche Struktur und das Wasser und Verunreinigungen können so gut abperlen. Das heißt, es bietet also einen Schutz vor Mikroorganismen, da sie sich nicht einnisten oder anlagern können. Diesen Effekt habt ihr vielleicht schon öfters gehört und diesen nennt man Lotus-Effekt. So, das waren jetzt im Wesentlichen die Funktionen von Epidermis und Cuticula und im nächsten Video stelle ich euch dann die Funktionen des Mesophylls vor. Ciao!